method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's mal um die letzte Folge, die rausgekommen ist. Mal ja die übelste Hype-Folge, wie keine Ahnung was. Und ja, gibt es vieles zu sagen. Es wird keine klassische Review kommen, wie sonst immer bei mir. Ich werde viele einzelne Sachen von der Folge thematisieren und das in einzelnen Videos. Also in den nächsten paar Videos werden viel um die Folge gehen, auf jeden Fall. Und ja, über den Kampf wird auch noch ein einzelnes Video kommen. In diesem Video geht es darum, dass Naruto, ja, etwas mehr von seinen Kräften gezeigt hat. Und das jetzt in einem Sinne, den andere wahrscheinlich nicht so ganz erwarten. Und das wurde auch nur ganz kurz gezeigt, was man vielleicht nicht so richtig beachtet hat oder nicht jeder irgendwie so bemerkt hat. Nämlich wissen wir ja, dass Naruto mittlerweile alle Elemente hat und alles drum dran. Dazu habe ich ja früher auch mal ein Video gemacht, so dass Naruto alle Elemente besitzt oder so ziemlich alle Elemente besitzt. Und wir haben hier in der Folge gesehen, wie Naruto auch das Erdversteck für einen kurzen Moment benutzt, was wir ja davor irgendwie nie zu Gesicht bekommen haben im Anime. Im Manga haben wir das vorher schon gesehen, aber das kommt jetzt noch in Zukunft, so in den nächsten Folgen irgendwann. Aber ja, jetzt haben wir es auch noch im Anime bekommen, da so in dieser Szene so hinzu. Nämlich war das Ganze am Anfang der Folge, wo Naruto, wo Momoshiki sich bereits zum Angriff gemacht hatte. Und da hatte Naruto für einen ganz kurzen Moment ganz schnell irgendwie so eine kleine Erdmauer vor Naruto, vor Boruto hin erstellt, sage ich einfach mal. So eine kleine Schutzmauer für ihn, um seinen Sohn zu schützen vor, keine Ahnung, was da passiert. Und das ist so ein winziges Detail, was ich richtig loben muss hier bei dem Anime, weil, keine Ahnung, hier wird generell viel auf kleine Details gelegt. Es gibt immer überall irgendwie so kleine Details, die vieles auszusagen haben. Vor allem in dieser Folge, noch in dieser Folge haben wir so viel Geniales gesehen. In dieser Folge werde ich noch so viel sagen können. Also freut euch auf die zukünftigen Videos, da werden noch viel zu Boruto, Sasuke und sowas kommen. Aber ja, wie gesagt, wir haben da gesehen, dass er das Erdelement auf jeden Fall drauf hat, der auch Erdjutsus machen kann. Das war wirklich nur für eine Sekunde die Szene und da sehen wir jetzt halt auch, dass Naruto dann nicht mal irgendwie wirklich großartig viel dafür machen musste. Er hat einfach nur die Hände zusammengeklatscht für einen kurzen Moment, ist dann direkt losgesprungen und da war schon die Mauer da vor Boruto. Was Boruto selbst in dem Moment geschockt hat, weil es wahrscheinlich viel zu schnell ging und viel zu überraschend kam und alles. Das sieht man da so richtig schön und das ist eine Sache, die ich an Boruto so liebe, dass man so kleine Sachen reinhaut, was über die Fähigkeiten der Charaktere irgendwie was aussagt. Und ja, das hat auch nicht so krass im Fokus steht und alles. Weil wie wir wissen, Naruto kann halt jetzt alle Elemente, deswegen er könnte auch rein theoretisch irgend so ein Wasser-Jutsu machen oder ein Blitz-Jutsu und alles drum dran, sofern Naruto es gelernt hat, wovon ich einfach mal ausgehe. Und ja, das ist einfach mal so ein kleines Detail, was ich mit dem Video einfach mal ansprechen wollte und es euch einfach zeigen wollte. Deswegen, ja, ein kurzes Video, deswegen war es das hier an der Stelle mit dem Video. Morgen werden vielleicht zwei Videos kommen, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall war es das damit hier an der Stelle und ich verabschiede mich auf wieder Map.